Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Wir fangen so an, wie wir immer anfangen. Und zwar damit, dass wir schlafen. Okay, das war jetzt etwas unspektakulär. Ich werde mal ordentlich was essen. Ich werde ordentlich was trinken und wir sehen uns diesmal wirklich erst da, wo wir hinwollen. Ja, dann bis gleich. Da sind wir jetzt auch schon angekommen. An der großen Schaufel. Die kennt ihr ja schon. Ich hoffe, die blöden Bienen, die lassen uns heute mal in Ruhe. Was? Das hat jetzt weitaus besser geklappt, als ich gedacht hätte. Da ist er. Genau hier wollen wir hin. Denn wir wollen heute in den großen Sandkasten. Und dafür müssen wir die Seilrutsche verbinden. Mit 12 von den Dingern. Ich habe natürlich anscheinend zu viele mitgenommen, aber ist egal. Bereits verbunden. Hat das gereicht? Hat gereicht. Bauen. Und ja, Seilrutschen. Ich bin nicht ganz vorbereitet, weil ich absolut nicht weiß, was mich hier erwartet. Ich habe das, den Teil noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Ich weiß nur, dass hier ist es heiß. Es ist also in Anführungsstrichen die Wüstenregion. Da können wir auch noch nichts machen, weil wir eben die Ausrüstung noch nicht haben. Ich weiß nur eins, hier gibt es Ameisenlöwen. Und mit ein bisschen Glück ist hier auch draußen schon einer. Dann können wir den zumindest einscannen, können uns das schon mal gucken. Können uns eventuell schon mal einen vornehmen, außerhalb des heißen Gebiets. Ihr kennt Red Boys Glück, es klappt natürlich nicht. Cooles Gebiet, da hinten ist irgendwie, glaube ich, eine Boss-Arena oder sowas. Es geht ja auch noch Untergrund. Und da hinten ist eine Oase. Direkt angucken, weiß ich nicht, ob wir das heute schaffen. Oh, check it out! I bet there's treasure there! Mir geht's in erster Linie darum, dass wir die Sachen einscannen können und dann uns die Hitzeresistenzrüstung machen können. Seht ihr, da werden wir nämlich direkt verbrutzelt. Können wir hier mal was anlocken? Ah, das geht zu schnell, ne? Schade, vielleicht müssen wir warten, bis Nacht ist. Ja, Red Boy hat wie immer kein Glück. Ab und zu sitzen die halt hier oben. Gut, da das jetzt erstmal nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, wie spät ist das im Spiel? Dann machen wir jetzt erst das andere. Dann sehen wir uns gleich da wieder, wo ich auch noch hin will. Oh. Ich wollte eigentlich nur die Kaugummibrocken haben. Wir haben ja noch einen goldenen Mona gefunden. Das ist ja mal cool gemacht. Direkt unterm Kaugummi drunter. Sehr cool. Habe ich echt nicht erwartet jetzt. Okay, jetzt haben wir so ein ganz leichtes Problem. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Wir probieren das mal. Wir können ja immer hier auf die Schnauze fliegen.
Tue ich mir den Krampf jetzt an? Ich baue mir mal eben kurz was. Wir müssen jetzt endlich in den Upper Yard. Also in den oberen Teil des Ganzen. Und ich glaube, am einfachsten geht das wirklich, wenn ich mir jetzt hier was hinbaue. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Oh, ja. Eigentlich könnten wir jetzt direkt umdrehen und das machen, was ich eigentlich vorhatte. Weil jetzt ist Nacht, da ist es nicht mehr heiß im Sandkasten. Aber jetzt war ich nur schon mal dabei. Dann können wir hier auch loslegen. Ah, ey, wo kommt die denn her? Was macht die denn da oben? Das sind normale Nets, oder? Ja. Ganz normale Fliegen. Wow. So, hier wollte ich her. Gibt es hier neue Ressourcen? Verbranntes Gras. Bringt mir das irgendwas? Das verpufft nur? Das verpufft nur. Und das? Auch. Okay. Da gibt's schon mal nichts. Wie gesagt, ich bin hier noch nie gewesen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was hier kommt. Ich weiß nur eins, hier gibt es eine Ressource, die wir eventuell vielleicht mal schnell abbauen können. Ich habe irgendwas gehört. Warum? Also im Moment sizzelt's noch nicht. Wir haben ja natürlich den gekippten Grill. Wir können die Kohle abbauen und mit dieser abgebauten Kohle können wir dann endlich den Ofen bauen. Und die Pilzbausteine bauen. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich wirklich nicht weiß, was mich hier erwartet. Kann man den hier abbauen? Nee. Das ist eben das Problem. Es brutzelt hier schon. Man konnte irgendwie diese... Boah, das geht doch schnell. Warum ging das jetzt auf einmal so schnell? Es gibt hier irgendwo einen Punkt. Da ist doch noch was Neues. Ich vergesse immer die Kombination an Kopfdrücke. Ist auf jeden Fall was Neues. Ist sowas Cooles? Oh Gott. Warum kommt denn jetzt hier bitte schöne Wolfsspinne? Vor allem, wie kann die hier laufen? Ach, die weicht aus. Was ist das? Für ein Quatsch. Die kommt doch noch hierher. Was soll das? Nein, 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 nein. Wir sind tot. Das gibt's doch nicht. Warum kommt die ausgerechnet jetzt dahin? So, da sind wir wieder an unserer großen Treppe. Red Boy ist zwischendurch nochmal gestorben an irgendwelchen blöden Bienen, die da anscheinend im Gras rumliegen. Red Boy ist auch dumm. Ich habe mir extra Materialien mitgebracht, damit ich mir sowas bauen kann. Hätte ich machen sollen, bevor ich gestorben bin, denn das ist natürlich alles in meinem Rucksack drin. Wo ist diese blöde Spinne? Lass mir in Ruhe. Also noch. Also wenn es jetzt nicht um die Wolfsspinne gewesen wäre, hätten wir das Vieh auch weggekriegt. Jetzt trotzdem erstmal mein Zelt aufbauen. Da oben kann sie ja ruhig rumkrabbeln, das ist mir doch egal, aber doch nicht hier unten, vor allem nicht durchs Feuer. So, super bauen. Bums. Spawnpunkt setzen, haben wir. Okay. Jetzt, was haben die für einen Widerstand?
Stechen. Stechen und frisch. Haben natürlich eine Resistenz gegen Hacken. Dann sind wir das völlig falsch angegangen. Stechen, das machen wir hier mit unserem schönen Schwert. Ich höre es doch. Kommen die von alleine raus? Oder muss man die auch ausbuddeln? Ja, die kommen von alleine. Die machen ganz schön gut. Aua. Ah, scheiße. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ratboy muss noch mal kurz nach Hause. Ratboy muss sein Kram reparieren. Ratboy ist völlig unvorbereitet. Ratboy ist gleich wieder da. Ja, jetzt sind wir wieder ausgerüstet. Ich hole euch hier zurück, weil zum einen sind hier Ressourcen, zum anderen, das habe ich halt auf dem Weg nach Hause gefunden. Wenn ich den direkten Weg gehe, dann muss ich mal durch so einen Tüppel durch. Da sind Moskitos. Und wenn man keine Rüstung hat, sind Moskitos einfach nur lästig. Jetzt gucken wir mal. Das brauchen wir ja sowieso bestimmt. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, damit macht man die Rüstung. Wie heißt das Ganze hier? Warte mal, können wir kurz gucken? Das ist der obere Gartenaufstieg. Wir hätten also eventuell gar keine Brücke bauen müssen, obwohl wir dann da direkt den Weg hin hatten, da wo wir hin wollen. So, den Milchmolar nehmen wir natürlich mit. Jetzt müssen wir gucken, wie es hier weitergeht. Ratboy mit seinen Parkour-Künsten. Genau, hier ist noch ein Bradburst. Das machen wir auch direkt. Hat das gereicht? Hat gereicht. Cool. Irgendwas haben wir jetzt aufgeweckt. Oh, diese blöden Kackviecher sind einfach überall. Irgendwo ist hier Pure Science. Wahrscheinlich da oben. Und Ratboy fällt schon wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse Parkour. Wirklich. Wie die Pest. Ich habe keine Ahnung, ob es an meiner Hand-Augen-Koordination liegt oder woran auch immer. Ich habe auch Mario nie gerne gespielt. Wir fallen schon wieder. Ach, ich kletter immer hier hoch, wir müssen ja hier lang. Mann. Das ist wirklich nichts für den kleinen Ratboy. Auch nichts für den großen Ratboy. Das ist übrigens der Gartenzwerg. Und frag mich nicht, wie ich das hier das letzte Mal verpasst habe. Bin dem um die Füße rumgetanzt. Aber der springt einfach zu weit. Ja. Bin dem um die Füße rumgetanzt. Das sieht ja lustig aus. Und bin aber hier hinten nicht rangekommen. Das heißt, ich habe das vorher auch nicht gesehen. So, können wir jetzt hier bitte. Und oh. Ist das jetzt wirklich notwendig? Dass du, Blödmann, genau hier stehst? Hau doch endlich ab. Meine Güte. So, das haben wir jetzt hier weggesprengt. Ist hier Scabby oder sowas? Nee. Gehen wir jetzt hier ganz vorsichtig hoch. Hä? Stehen noch mitten drin. So, wo ist sie jetzt hin? Hier gibt's nochmal Roly-Polys. Da. Die wurde von der. Ja, ich reg mich nicht auf. Die wurde gerade von der Bratwurms von da angelockt, obwohl die da hinten rumkreucht. Eieieiei. Es ist Tageslicht, warum ist sie überhaupt wach? Also versteht mich nicht falsch. Dieses Spiel ist phänomenal, macht auch mega Spaß. Ich habe auch mega Spaß dabei, meine Basis auszubauen und so weiter und so fort.
Aber das sind einfach so Momente, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es Bugs sind oder ob es daran liegt, dass Red Boy einfach zu dumm ist, dieses Spiel zu spielen. Irgendwas knitter, knattert da. Ist irgendwas gestorben? Nein, da ist nichts gestorben. Da sitzt noch so ein blödes Drecksvieh. Ich verstehe noch nicht mal, warum wir zu schwach sind, diese Viecher umzubringen. Ja, dann lassen wir die Science da jetzt erstmal liegen. Da ist die Folien wohl auch hergekommen, wa? Gibt es denn hier irgendwo... Es gibt irgendwo ein Stück Kohle, was man abbauen kann. Ohne... Red Boy sagt, wir lassen die Science liegen und gehen trotzdem hin. Ach. Es gibt irgendwo ein Stück Kohle, was man abbauen kann, ohne dass man sofort stirbt. Nie rein. Lass mich. Ich möchte mich heilen. Ist mir jetzt dabei zu, wie ich mich heile, oder was? Eieiei, vielleicht. Weiß ich jetzt gerade. Kugelkäferlarve. Bums. Ich hasse euch. Säuredrüse, Zähneschmiere. Aha. Wir haben auf jeden Fall was zum Analysieren schon mal rausgeholt. Ich finde das ja mal wieder lustig, dass unser Bogen besser ist als jegliche Schwerter, die wir haben. Mal kriegen wir das hin, ohne die aufzuwecken. Ja. So. Wir brauchen natürlich diesen alten Poncho, der uns Hitzeresistenz gibt. An dem Ding waren wir ja dran. Der war das nicht zum Abbauen. Bleibst bitte da. Warum? Hier fängt schon an zu brutzeln. Ich verstehe aber noch nicht, warum die in dieser Hitze hier überleben kann. Wenn alle anderen Sachen hier, glaube ich, sterben. Schauen wir mal, es müsste irgendwo einen Punkt geben. Wo wir hier ohne Brutzeln reinkommen. Ich weiß noch nicht, was für ein Material wir brauchen. Ist das das? Nee. Das muss das sein. Was brauchen wir da? Ey, ey, ey. Okay, dann kriegen wir Schaden. Liebe Randnorde. Das war nicht das, was ich geplant hatte. Also doch, eigentlich schon. Aber die kann man doch... Diesen Grill, war das hier? Wir putzeln zu schnell, das geht nicht. Denn... Wie spät ist denn das? 16.01 Uhr. Mit ein bisschen Glück kommen wir wieder auf die andere Seite, wenn es dunkel wird. Das war nämlich letztes Mal das Problem, dass wir hier angekommen sind und es war dunkel. Ja, wir sehen uns da drüben wieder. Das war völlig für einen Eimer hier. Wenn wir jetzt hier schon mal sind und sowieso da gleich rüberfliegen, wir müssen auch noch ein bisschen Zeit abwarten. Nicht mehr ganz so viel, aber ein bisschen. Können wir mal eben... Wow. Ein Ding analysieren. Termitenaxt. Das ist unsere T3-Axt. Ich weiß, ich habe euch das beim letzten Mal irgendwie schon versprochen. Ja. Haben wir nicht ganz geschafft. Gucken wir mal kurz. Den wollen wir haben.
Termitenaxt, wie gesagt, wäre dann die T3-Version. Ich hab's euch vorher versprochen. Wir haben eine T2-Schaufel rausgeholt. Ich dachte, es wäre schon die dritte Edition. Muss auch sagen, dass ich gedacht habe, dass wir die ganze Zeit schon mit der zweiten Version rumfahren. Aber wir hatten in der Tat nur die erste Version des Ganzen. So, wenn meine Theorie jetzt richtig ist, was ich natürlich hoffe, dann sollte es jetzt hier kühl sein. Nicht unbedingt kalt, aber kühl. Und es dürfte diesen Sizzling-Effekt nicht mehr geben. Bevor wir jetzt anderen Blödsinn machen. Gültige Oberfläche. Zack. Respawn-Punkt setzen, nicht bis zum Morgen warten. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier irgendwo was rumfliegt. Da ist das so mal, so ein Ding. Okay, was haben die für Schwächen? Schlitzen. Also brauchen wir unser Schwert. Warum sind denn da jetzt... Ey, das ist doch der Wahnsinn. Warum sind denn da jetzt 50.000 davon? Jetzt mal ungelogen. Warum sind da 3 Stück? Die Dinger sind nämlich, glaube ich, noch krasser als die Larven, die wir gerade hatten. Das ist doch schon fast Bossstärke hier. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir lassen uns mal treffen, um zu gucken, was passiert, aber... Hier eine Schwachstelle? Oh, was war das denn? Der ist durch mein Schild durch. Da hatte ich wohl keine Ausdauer mehr. Jetzt sind doch das schon wieder 12. Ich habe keinen Respawn-Punkt mehr, fällt mir gerade auf. Ja, das... Grounded, was macht ihr denn hier mit mir, Mann? Wir sehen uns gleich wieder. So, wo sind die beiden jetzt? Da ist einer. Bleibt jetzt bei dem einen, bitte. Ach, das sind schon wieder 2. Was sind da vorhin hergekommen? Wenn es normal läuft, dann ist doch okay, einer hier. Aber doch nicht 2 auf einmal, vor allem wenn einer von hinten kommt. Zack, weg ist er. Dankeschön. Scheiß auf die Pfeile. Ich hab's ja vorhin erwähnt, mir macht dieses Spiel schon extrem viel Spaß. Aber es gibt so Momente, wo ich wirklich sage, dass... Ist ein bisschen hardcore. Du hast kein Interesse. Na, dann schießen wir weiter auf dich. Wir brauchen ein bisschen Akupunktur anscheinend. Wir brauchen noch ein bisschen Ausdauer.
Ja, so läuft doch das gut. So können wir das gerne weitermachen. Ich habe schon wieder gehört, dass wir schon wieder zwei haben. Ich habe nur die Hoffnung, dass der sich hier nicht hochbewegen kann. Ich habe jetzt erst Zangen gekriegt, dachte, die hatte ich schon vorher. Okay. Die haben uns hier leider unser Ding zerlegt. Weiß auch nicht, ob ich jetzt... Nö, natürlich nicht. Na egal. Wir haben jetzt so ein paar Dinger davon. Sammeln wir mal unsere Pfeile. Warum sammelt er manche ein und manche nicht? Da sind wir doch auch drüber gelaufen. So. Jetzt ist die Frage. Ist ein scheiß Ort, um sich das anzugucken. Aber jetzt ist die Frage, was brauchen wir dafür? Kochdrüse, die habe ich, glaube ich, sogar noch. Da brauchen wir schon 5, nur für den Helm. Dann brauchen wir hier nochmal 3. Und 6. Wow. Ja, läuft. Dann gab es ja noch das Schwert. Da brauchen wir nochmal 2 Zangen. Ne, 7 Zangen. Und nochmal 3 von euch. Aber wir müssen noch einiges machen. Ja. Ja, komm her. Was sind das hier? Sind das Schwarz? Ja, schwarze Einheiten. Genau, aber es hilft mir. Jetzt gräbt er sich ein und kommt wieder hoch. Jetzt hat er ihn mega abgelenkt, fand ich super. Dankeschön. Jetzt müssen wir gerade mal in der Tat was essen. Ich habe noch einen gehört. Uff. Kann man sich gegen die Attacke irgendwie wehren? Wir dürfen nicht getroffen werden, bitte. Was war das denn? Nein. Nein, lass mich. Uff. Okay, du hängst da jetzt fest, ne? Dann können wir kurz was trinken. Und noch was trinken. Uff. Das ist eine Attacke, die finde ich nicht ganz so geil. Weißen Löwenteil, warum kriegen wir denn... Ja, wir kriegen nur so wenig von den... von den Zangen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann beschäftigen wir uns halt heute doch einfach nur mit dem Sandkasten und noch nicht mit dem... Bauteilen. Ich glaube, da hinten, da war noch diese Oase, ne? Vielleicht gehen wir da mal eben hin. Ich habe so das Gefühl, dass es sicherer ist. Ach, hier geht's auch nochmal ins Ameisenlabor.
Ich habe es ja im letzten Video gesagt. Sagt es mir in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt. Ameisenlabor oder alternativ das Nebellabor. I've never been so happy to see a leaky hose. Forschungsstation, sehr gut. Dann können wir hier nämlich respawnen, falls wir sterben. Aber dann können wir auch mal eben die Sachen analysieren, die wir schon haben. Erstmal könnt ihr was lesen. Dann was zu essen gibt's nicht. Kein Scabby. Okay. Ja, gibt nichts Neues, aber wir haben ein Level geschafft. Termitenrüstung und Termitenaxt haben wir ja schon. Reparaturkleber, das gefällt mir. Dann können wir eventuell unterwegs mal unsere Sachen reparieren. Rest ist nicht so wichtig. Das ist auch ekliges Wasser, schade. Ich hätte gehofft, das war etwas sauberer. Noch eine. Ich sag mal so, one-on-one sind die gar nicht so kacke. Die machen halt ein bisschen dolle Aua. Aber ganz so schlimm ist das nicht. Eine Ameise katapultiert. Oh. Du bist tot. So, die Ameisenbrocken nehmen wir auch noch mit, weil die brauche ich, um mein Schild irgendwann zu reparieren. Joa. Haben wir 15, wir brauchen aber noch einiges und da brauchen wir auch irgendwie 12.748 von. Wir haben aber auch eine Agro-Reichweite, das gibt's nicht. Uff. Die nehmen wir doch nicht mit. Okay, wir müssen uns das wirklich mal ein bisschen hochheilen hier. Wir haben, glaube ich, vorhin gar nicht getrunken, ne? Nee, aber jetzt. Solange noch Nacht ist, können wir uns hier aufhalten. Da drüben ist die Sandburg. Da kümmern wir uns heute definitiv noch nicht um. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, es sind ja schon wieder 12. Uff, lass mich. Was ist denn da los? Er sitzt im Loch und spuckt Ameisen aus. Das ist ja lustig. Was bist du? Du bist sogar noch kräftiger. Ah! Oh. Ist hier irgendwie so eine Königin oder sowas? Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das eventuell damit Pfeil und Bogen hinkriegen.
denn jetzt noch Pfeile dabei? Ja, habe ich. Oh. Die Ameisen tun echt weh. Na. Das gibt's doch nicht. Ich kann das auch nicht richtig timen. Wow. Vielleicht gehen wir doch direkt dran. Oder ist das die einzige Attacke, die er hat, mit dem Wurfwerfen? Was ich ja interessant finde, also wirklich in der Tat interessant finde, ist de facto, Ameisenlöwen buddeln sich halt so eine Kuhle ein und locken die Ameisen dann da rein. Die sollen dann da reinfallen. Genau das ist das, was dieses Kuhle mit uns macht. Ah, warum hat er wieder volles Leben? Das ist so geschummelt. Mann. Ja. Ich glaube, das wird jetzt unser letzter Versuch, weil danach ist alles wirklich im Arsch. Brauche halt meinen Rucksack wieder. Da kommen wir jetzt aber nicht ran, wenn ich hier jetzt nicht den komischen Boss hier besiege. Dreierattacke. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben kein Schild mehr. Gar nicht aufgefallen. Trink doch! Och, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt renne ich nur noch rein und hol mein Zeugs. Reparier, wir kommen wieder. Es wird auch schon wieder Tageslicht. Wir schauen mal, was wir schon bauen können. Wir sehen uns dann in unserer Basis wieder. Okay. Es ist jetzt wesentlich später, als ich gehofft habe. Wir müssen kurz den Respawn-Punkt setzen. Was hat der Red Boy gemacht? Der Red Boy hat... Ich habe vergessen, wie es geht. Machen wir es so über die Kamera. Ich habe mir den Poncho gemacht.
Also einmal die komplette Ausrüstung, die voll aufgerüstet. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier in der Hitze bestehen oder nicht. Katastrophen-Episode. Jede Series von mir hat sie auf irgendeine Art und Weise. Und wenn ich sage voll ausgerüstet, dann meine ich natürlich nur so weit wir können. Wow, wir brutzeln gar nicht so krass. So, jetzt kann man doch hier, genau, war mir doch so. Oh, jetzt wird's doch heiß. Also Brutzelresistenz schön und gut. Aber ganz so geil ist es nicht. Wir sind im falschen Menü. Da müssen wir hin. Oh. Die haut immer noch rein. Ich habe meine komische Ausweis-Trinket-Dingens wieder abgelegt, weil die hier doch ganz schön reinhauen. Alle. Machst mir jetzt auch gerade schon wieder zu viel Schaden. Trink bitte. Heile dich. Die machen halt auch Brutzelschaden, wenn sie treffen. So wie die anderen vergiften. Machen die den Brutzel-Effekt. Das ist schlecht. Ah, Kacke! Komm, noch ein. Oh, Glück gehabt. Puh. Muss uns ja auch mal was Gutes passieren hier, ne? So, jetzt heilen wir nochmal hoch. Da ist doch schon wieder so ein Vieh. Meine Güte. Nein! Ah, das wäre nur noch einmal anlenken gewesen. Egal, aber wir müssen jetzt langsam aufpassen. Denn wenn unser Poncho kaputt ist, dann kommen wir auch nicht mehr rüber in die Wüste. Du dürftest ja nicht mehr voll überleben sein jetzt hier, ne? Doch, bist du. Warum? Warum ist das auf einmal so? Das war doch vorher nicht so. Ist bestimmt in irgendeinem Update gekommen, was ich hier nicht durchgelesen habe. So wie immer. Der Ripper stirbt. Mist. Ich wollte doch eigentlich nur meinen Rucksack wieder haben. Es ist so krass, wie krass gut im Bogen ist. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir gucken, wie viel wir jetzt noch über haben. Und ob wir da jetzt so ein Stückchen abhacken können. Nur wegen so zwei blöden Larven. Das gibt's doch nicht. Gib's mir, gib's mir. Sehr schön. Okay, ich weiß auch nicht, ob das Brutzeln eventuell meine Rüstung ein bisschen abarbeitet. Nein, lass mich. Ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Kommt er mir noch hinterher? Nee. Da liegt noch so ein Kloß. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, bevor wir verbrutzeln. Hier müsste ja die Spinne sitzen. Sitzt sie auch. Hier wird schon gebrutzelt, aber hier ist anscheinend noch nicht heiß genug. Das scheint dann wirklich erst an diesen Kohlestücken zu sein. Ich weiß auch nicht, wie viel wir dafür brauchen. Für den Ofen. Ist schon ein cooles Konzept eigentlich, ne? Achso, das ist ein Ort. Bin ja froh, dass sie in meiner Tasche nicht weiter brutzeln. Mal zwei.
3 Stück. Ich würde da gerne nochmal hochgucken. Das ist nur eine normale Biene. Ich dachte gerade, weil wir ja hier in einem anderen Biom sind, dass hier eventuell ein bisschen was anderes ist. Ich weiß nicht, ob im Grill eventuell noch was anderes ist. Das müssen wir uns dann gleich mal angucken. Wir nehmen jetzt hier einfach mal alles mit. Wir haben jetzt 14 davon. Prozent. Wir rennen jetzt hier mal durch. So auch nicht. Naja, hier kühlt es wieder aus. Mich würde jetzt interessieren, ob da eventuell was Cooles drin ist. Das ist auf jeden Fall ein Molar. Frage ist nur, kommen wir da ran, ohne abgebrutzelt zu werden? Kuch. Vielleicht können wir hier mal durchlaufen. Wird es denn hier oben wieder kühler? Ja, lustigerweise schon. Den nehmen wir doch noch mit. Ganz so krass Schaden macht das gar nicht. Ich hätte gedacht, dass es so wie das Gift ist. Nicht wie das Gift, wie der Nebel. Aber ganz so krass ist es nicht. So, den nehmen wir noch mit. Dann gehen wir mal gucken, dass wir den nehmen wir auch noch mit. Dass wir ein Labor finden, damit wir das analysieren können. Und dann muss ich mal analysieren, wie viel ich schon aufgenommen habe, weil ich habe jetzt 5000 Mal abgebrochen, neu angefangen. Ich nehme euch gerade noch mal mit zum Zwerg. Vielleicht finden wir hier ja doch noch was. Irgendwas Cooles. Außer, dass es nur der Zwerg ist. Ich hätte auch gedacht, dass da eventuell was drin ist. Das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein Milchmolar, aber ich finde hier nicht wirklich einen Weg hoch. Und vielleicht ist es das auch nicht. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob hier eventuell pure Wissenschaft war oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, hier war einfach nichts. Das war einfach nur ein Point of Interest. Ja, ich weiß nicht, wo hier in der Umgebung ein Labor ist, aber ich hole euch zurück, wenn wir da hinkommen. Oh. Ich habe dank unserer Anzeige noch einen gefunden. Hat sich heute doch schon gelohnt, mit euch irgendwo hinzugehen. Ich hoffe ja, dass ihr mir letztes Mal bzw. dieses Mal auch gerne nochmal in die Kommentare geschrieben habt, was ihr gerne sehen wollt. Nebellabor oder Ameisenlabor. Denn dann können wir mal wieder ein bisschen Action machen. So, Labor. Jetzt zeig mir bitte was Cooles. Holz, Kohle, Trinkflasche, Brand und Stifterfackel. Das war nicht das, was ich erwartet habe.
Gucken wir uns natürlich erstmal an. Brand- und Stifterfackel, was noch die? Die kann man reparieren anscheinend. Vielleicht? Ein Fusselteil, was ist denn ein Fusselteil? Keine Ahnung, wir haben hier die Holzkohle-Trinkflasche. Das ist eine T3-Flasche. Da brauchen wir auch Fusselseil. Ja, Fusselseil und Puppenleder. Was auch immer das ist. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir endlich diesen blöden Ofen freischalten. Stattdessen haben wir Sachen gekriegt, mit denen wir noch nichts anfangen können. Ihr müsst jetzt ganz dolle tapfer sein. Ich habe da alles abgelaufen. Für die großen Termiten sind wir noch zu schwach. Die Rüstung ist eigentlich auch mega kacke. Die schützt uns halt nur vor der Hitze. Die Waffen, die wir haben, ich habe, wie ihr seht, mir das Ameisenlöwen-Schwert gemacht. Das Problem ist, es sind Zweihänder. Gut, ich konnte es jetzt auch nicht so weit aufleveln, weil ich die Materialien nicht habe. Aber ich bin nicht so der große Fan von Zweihandwaffen. Weil der Block schützt nicht vor Giftschaden. Und wenn man unglücklich getroffen wird, dann legt man auch sich lang. Das ist dann so, wie wenn man keine Ausdauer mehr hat. Ist nicht so mein Lieblingsding. Also ich habe ihm eine Chance gegeben. Deshalb renne ich hier zum Beispiel auch nicht mit Hammern rum, sondern lieber mit Schwertern und Schild. Ist mehr so mein Stil. Am liebsten natürlich die Axt. Ich hätte natürlich gerne die T3-Axt. Hab auch mittlerweile rausgefunden, wie das geht. Aber wir haben erst noch zwei Sachen zu machen. Was habe ich noch gefunden? Ich habe den dauerhaften Kaustopper gefunden. Und zwar hatte ich das, glaube ich, mal erwähnt, dass es ein Trinket gibt, was man random finden kann, wenn man Essen abbaut. Und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo das passiert ist. Ich glaube, es war, als ich einen Billy Hawk abgebaut habe im Sandkasten. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Auf jeden Fall lag es dann da. Ja, jetzt haben wir das. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Denn angeblich soll es Essen geben, immer ab und zu. Dadurch brauchen wir nicht so viel Essen. Klappt aber nicht so ganz. Und für Durst wäre mir eigentlich fast schon lieber. Joa, ich habe für heute nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns dann definitiv im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin RedBoy3K, schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!